Dass das Schiff überhaupt fahren kann, das ist keine Fehlermeldung im Gameplay. Du kannst so nicht ablegen. Du hast keine Mannschaft. Ja, jetzt ist wahrscheinlich immer noch das Schiff da, ja. Mit nur 8 Öffnungen. Das sollte es jetzt allerdings geändert haben. Ja, ich habe mich geirrt. Das waren auch immer unsere... Nicht unsere Tschunke, sondern unsere Galeone. Was, eine Galeone? Die Dau war das andere. Ja gut, ich könnte mir auch vorstellen, einfach die Dau zum Segeln zu benutzen. Ja, das sieht jetzt wenigstens groß aus, das Schiff. Dann betreten wir es mal kurz. Gucken wir es uns kurz an. Ja. Das ist ein Riesenkahn. Hat sogar vorne nicht mal eine Spitze, sondern zwei riesige Anker. Und sogar Kanonen oben auf Oberdeck. Ah, cool. Und den nutzlosen Dummkopf. Das heißt, wenn wir die Kanonen hier vom Oberdeck verschieben. Genau. Sind sie jetzt da unten. Das finde ich zum Beispiel echt cool, dass sie sich, dass sie so eine, auf solche Details geachtet haben. Sogar, dass man die verschiedenen Kanonen sieht. Werfen wir noch einen Blick aufs Unterdeck. Wie viel Platz wir da haben. Aber ja, ganz ehrlich, einzelne Schiffe könnten es mit dem Schiff hier nicht mehr aufnehmen. Warum ist Baltia? Wer ist Baltia eigentlich? Imaini, Chitopek, Baltia. Warum ist die eigentlich blau, während der ganze Rest grün ist? Und ja, es ist ein ziemlich großes Unterdeck auch. Indeed. I can still feel those vines under my skin. But that will pass. Thank you. Ja. Und unsere tolle Stewardess will immer noch nicht mit uns reden. Gut. Jetzt haben wir mal kurz einen Einblick gehabt auf das größte Schiff, was wir haben können. Und ja, hätte ich noch einen Kanonier und einen Matrosen im Petto, würde ich es jetzt auch bemannt lassen, aber... Nee. Wir switchen wieder auf unsere... Galeone um. Es war eine Galeone, glaube ich. Ich guck gleich mal. Werden wir ja gleich sehen. Weil die Dau war es nicht. Die Dau ist das noch kleinere. Was es eigentlich von der Größe her auch gereicht hätte. Also hier die Dau. Ah ja, Galeone war's. Gut. So, aktives Schiff. Oh, die Dau hat sogar noch die das Segel und den Rumpf gehabt. Gut. Und wir hatten nicht bei der Beflaggung. Egal. So, das heißt, wir nehmen die Bewaffnung weg, wir nehmen die Mannschaft weg.
nehmen die Ausrüstung weg. So, und wechseln wieder auf unser richtiges Schiff, also das, was wir benutzen wollen. So. Packen die Besatzung dahin, wo sie hingehört. Sie kann noch eine Stufe als Kanonier aufsteigen. Du nicht. Du bist unser Chirurg. Du bist auch noch ein Kanonier. Du bist ein Matrose. Unsere Köchin. Unser Bootsmann, Matrose, Matrose, Navigator und Matrose. So. Jetzt. Long for the simple life, soldier? Nah, where I'm from. Sometimes the simple life comes knocking on your door with the nooses and pitchforks. Oh, was hatten die beiden denn da? Maya fragt, sehnst du dich je nach einem einfachen Leben, Soldat? Oh nein, dort, wo ich herkomme, klopft das einfache Leben manchmal an deine Tür. Mit Galgenstricken und Mistkabeln. Ja, sie wollten in der ja zu Hause schon oft genug hängen. So. Nachdem wir das erledigt haben... geht's jetzt erst einmal ab nach Stauholz. Hier. Wir haben jetzt zwei Kopfgelder. Ne, das war Stauholz. Einmal das hier. Südlich von Sayuka. Und nordöstlich von Nekataka. Wie heißen die beiden? Burunga und Desiva. Sehe ich die beiden zufällig irgendwo? Desiva, ja. Und Burunga sehe ich auch. Okay. Das heißt, wir holen uns die beiden dann noch. Und auf welches Kopfgeld auch immer wir hier von ihr noch kriegen. Weil ich habe gerade auf jeden Fall mindestens noch ein Schiff rumfahren sehen. So, warte mal kurz, wo finde ich sie nochmal? Refugium des Hebers, also gleich am Hafen. Ich denke mal, vom guten Forante sollten wir uns noch ein bisschen fernhalten, nachdem wir Stauholz auseinandergenommen haben. Außer Forante erwartet uns schon hier am Hafen. Sieht allerdings nicht so danach aus. So, du warst die Kopfgeldvergeberin. Was gibt's Neues, Versenker? Udita klebt die Pfeife zwischen ihre Zähne und grinst. Quaro holt den Ondras nach Namen. Hast du ihn ordentlich versenkt, was? Mast und Schrotbruch, du hast echt Talent. Udita klemmt ihre Pfeife fest und kramt einen Münzbeutel für dich hervor. Ich werde noch mehr für dich haben. Gib mir einfach das übliche Signal, ja? Was hast du denn? Scuttling a Valian Captain next. Rockstomper Rodul is a mountain dwarf with a penchant for sinking freedom lovers. So you'll be doing me a personal favor, scuttling his craft. Als nächstes wirst du einen valianischen Captain aufs Korn nehmen. Steinstampfer Rodul ist ein Gebirgszwerg mit einer Vorliebe für das Versenken von Verfechtern der Freiheit. Du wirst mir also einen persönlichen Gefallen tun, wenn du seinen Kahn versenkst. Dieter zündet ihre Pfeife wieder an und beobachtet deine Mimik. Ich
nehme das Kopfgeld an. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du dein Wort halten wirst. Rodul segelt auf der Galeone Ziegenzorn in den offenen Gewässern östlich von Nekataka. Ja, gut. Das heißt, wir müssen Steinstampfer Rodul auch noch finden. Hier brauchen wir gerade nichts in Stauholz. So, jetzt erstmal. Da wäre Steinstampfer. Der Steinstampfer. Aber die weibliche ist etwas näher an uns dran. Also. Das heißt, jetzt mit einer besser ausgerüsteten Mannschaft, einem vollständig ausgerüsteten Schiff, können wir uns über sie hermachen. Ja, sie hat 16 Mann, wir haben 14. Zeig mal die Details. Ihr Schiff ist aber kleiner und nicht so gut wie unseres. Wir entern sie. Holen uns also erst sie, dann die anderen beiden. Dann werden wir aber nicht gleich die Quests abgeben, sondern ich will erst wieder nach Süden, beziehungsweise Südosten. Das geflutete Riff leer räumen auf jeden Fall. Und dann auch mich immer nochmal mit dem Boten, in der Botenwacht messen. Dem untoten Drachen. Na dann, Tag, Jungs. Oh, da oben platzen sie schon. Ja, man merkt, wenn man den Leuten neue Fähigkeiten gibt, dann sind sie um einiges stärker. Vor allem unser Barbar springt viel herum und genießt seine neue Axt. Das war aber ein Gefecht, das ich sehe, der ist 6 Moral erlangt. Sehr viel Beute gemacht. Alles nehmen und fortfahren. Tja, so geht das, Leute. Ja, das hat sich wirklich rentiert, die nicht relevanten Gruppenmitglieder, nenne ich sie einfach mal, die Begleiter. Also ja, unsere guten Leute, die Story haben, sind Gefährten und die anderen sind nur Begleiter. Gibt sogar, glaube ich, zwei Achievements hier dafür. Ja, genau. Werbe alle Gefährten an. Gefährten sind die in der Story, also Idea, Alof und so weiter. Und Anwerb und Helfer sind die anderen, die ich in der letzten Aufnahmesession noch so mühevoll über 2 Episoden gelevelt habe. So, holen wir uns gleich den nächsten. Ja, und Fenovane habe ich auch immer noch nicht raus, wie wir da ins Untergeschoss kommen. Ich finde es so interessant, wie unsere Segel aussehen.
Mit Blümchenmuster und so. So, wo hat sich der Steinstampfer verpieselt? Dahin. Wenn der in den Sturm reinfährt, ist es unschön. Aber ja, er ist am Sturm. Er ist aber auch am Sturm schon vorbei. So. Er ist ein bisschen besser bewaffnet, hat auch eine bessere Mannschaft. Soll mich aber alles nicht kümmern. Wir entern ihn. Wir haben nämlich den Auftrag, ihn zu entern.